Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer hier und daheim. Politische Lösung, das war etwas, was wir von der Piratenfraktion von Anfang an gefordert hatten. Gott sei Dank ist mittlerweile die Landesregierung auf denselben Weg eingeschwenkt und auch die überwiegende Zahl der Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Ja, Herr Kollege Sternberg, Ihre Feststellung zuerstens unterschreibt die Piratenfraktion vollständig. Im Übrigen auch das, was Sie hier im Pult heute gesagt haben. Der Umgang mit den Warhol-Erlösen im Haushalt 2015 war mir persönlich und war der Piratenfraktion von Anfang an ein Dorn im Auge. Und deshalb finden wir auch Ihren Teil des Beschlussteils ein Träumchen, wie der Kollege Keimes sagte. Übertragung auf die Kunstsammlung NRW zum Versicherungswert Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Ich als Düsseldorfer würde sagen, ist eine tolle Idee. Die Idee wird ja bereits diskutiert. Sie soll noch weiter diskutiert werden, ob nun am runden Tisch und oder im HFA und oder im Kulturausschuss. Kann man nur für sein. In dem Sinne, ich hielt es für besser, wenn die ganze Sache in den HFA federführend überwiesen worden wäre. Aber selbstverständlich, Sie haben da den Aufschlag. Wir werden dem zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank.